Er hat halt die ganzen Blaupausen, der Sack. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ja, komme ich trotzdem noch nicht rein. Mir gar nicht. Willkommen. Ah, er war das nicht. Fuck it. Es war nicht Perry Pippins. Wie kann ich heute behilflich sein? Er hat aber Horklumpsaft. 5 Stück. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. So, das war's, ne? Wir holen uns auf jeden Fall mal mindestens... Nee, es kostet so viel. Die machen wir uns selbst. Die machen wir uns selbst. Unsichtbarkeitstrank und Doyle. Den brauchen wir doch, oder? Für irgendeine Mission haben wir den gebraucht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ich hol den jetzt mal... Schon mal für... Schaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank, ja. Ja. Ich hol den jetzt einfach mal mit. Damit wir später nicht schon wieder zu dem Dude hier müssen. Gut. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Shalom, mein Guter. Shalom. Ale. Bob Marley. Aber trotzdem war es der Falsche. Der Richtige ist doch hier unten. Da ist er, genau. Wälzer und Schriftrollen. Dass ich mir sowas einfach nicht merken kann. Das ist der Dude, wo man hin müsse. Du gehörst mir, Demigeist. So, mein Gutster. Verkauf mir jetzt mal richtig geile Rezepte, bitte. Baumanweisung, Dunkkomposter. Nee, hüpfender Topf. Haltfähigkeit, ein Hüpfentopf. Dieser magische kleine Topf braucht regelmäßig einen zufälligen Trank. Aber 3 Tacken. 3K, Mann. Ein Materialverfeiniger. Was? Zur Herstellung von Mondstellen für Zauberanweisungen für Beschwörung. Großen Topf. Ja, ich will auf jeden Fall den großen. T-förmige Tränkestation. Perfekt geeignet, um all deine Brauwünsche zu erfüllen. Das klingt... Nichts nach dem ist richtigen. Schöner als genau das Richtige zu finden. Mittelgroße Tränkestation. Tisch mit 5 kleinen Töpfen. Pflanztisch mit 3 kleinen. Pflanztisch mit 3 mittelgroßen. Pflanztisch mit 2 mittelgroßen. Pflanztisch mit mittelgroßen. Pflanztisch mit 2 großen. Pflanztisch mit großen. Ja, wir brauchen den mit 2 großen. 3K, Alter. Ernsthaft. Uff. Dunkkomposter. Oh. Schneidestation. Diese Station produziert regelmäßig ein pflanzliches... Oh, nice. Und den Dunkkomposter ist, glaube ich, wichtiger jetzt erstmal. Der Ertrag ist wichtig. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfe. Ja, ist okay. Ja, du kannst uns helfen, indem du uns einfach Kohle gibst, Mann. Uns dein... Gesamtverdienst des Tages. Let's go back to the rooms of the realm of the Wünsche, alle. Geil. And now we're stelling these fucking tables auf on the floor. On the floor right there, Alter. Ist egal where. Ging das nochmal? Genau, so. Upsi, wollte ich nicht. T-förmige Wissensstation. Wissenschaftliche. Oh yeah, Baby. Lass mal erst einen davon verschwinden. Wie, das wird gerade genutzt, dann brich's doch ab. Ob flären, ja. Sehr gut. Feini. Jetzt haust du das Ding drin. Schön. Jetzt hauen wir... Ah, hier. Dunkkomposter.
Redet mal. Ja. Yes, babe. Okay. Ja, ist halt auch nichts anderes wie die Tränkestation da hinten. Nur, dass man da doch weniger Platz braucht. Es ist komprimierter auf einem Platz, ne? Ja, nice. Ich brauche ich dann wohl nimmer. Brauche jetzt eigentlich nur noch so schwul um den Tisch hier rum zu pillern die ganze Zeit. Müssen wir halt warten, ne? Wie viel können wir noch? 5 Stück. Stimmt, wir haben ja noch mal 5 zusätzlich gegönnt. Bei dem Dude. In Hogsmeade. Und jetzt, die hat noch nie so viele Pflanzen hier gesehen. Ja, schön, ne? Also, mir wird als Hauself mein neues Zuhause auch gefallen. Vor allem mit dem Bienenstock da oben noch. Das ist halt so krass. Das sah kurz so aus, als könnte ich die Blätter holen. Ah, sind wir ja auch. Hä? Wir haben es uns doch hier gemütlich gemacht. Doch hübsch. Ihr tagt später die Bruderschaft von Gryffindor. So, 2 Stück noch. Und war's das. Wie viel haben wir jetzt? 12 Stück. Oh, mit 14 gehen wir rein in Phönix fangen. Vielleicht bekommen wir da noch Horklump-Pilze. Horklump-Tierwesen. Horklump-Saft. Und dann geht's weiter. Ich wollte jetzt eigentlich schon noch warten, bis das hier fertig ist. Ich will wissen, was so rauskommt. Steigert den Ertrag meiner Pflanzen jedenfalls. Also ja, hört sich geil an. Gudi. Wir sehen es dann beim nächsten Mal, was der hier produziert. Zuerst mal werden wir jetzt in Phönix catchen gehen. Let's go! Ah! Erstmal schön chillen am Lagerfeuer. Geil. Oh. Okinawa. So, haben wir uns aufgewärmt. Weiter geht's. Upsi, pupsi. Muss ja dahin. Wieder mal auf Abenteuer. Ja. Aber nicht einfach nur auf Abenteuer, sondern auch auf Tierwesensuche. Niffler, Alter. Haben die ihr Nest so weit oben? Krass. Da muss ich mich echt hart ran sneaken. Die sind ja in dem Tierwesen-Movie schon übel krass flink gewesen. Wie sweet, Alter. Guckt euch den Baum da an. Schnapp ich mir. Ich schnapp ich mir, mein Freund. Platz hier. Yes! Unser erster Niffler. Nice! Geil! Das glaubt Professor Howen nie. Da ist noch einer! Hier, der hat sich ja gar nicht zur Wehr gesetzt. Gut, der konnte auch nicht, das ist eine Sackgasse. Habt ihr euch einen blöden Spot ausgesucht? Für euer Heim. Aber saugeil, ohne Scheiß, richtig hübsch. Vor allem mit den ganzen Münzen und allem. Boah, wie das aussieht, ey. Richtig nice. Ohne Scheiß. Finde ich super geil. Was? Wie viele Münzen wir noch einsammeln können? Sau schön, ey. Einfach nur insane. Ich finde diese Nester so nice gemacht. Sau kuschelig, gemütlich. Da würde ich auch drin pennen, wenn ich so klein wäre. Geilo, Milo.
So. Dann please jetzt einmal hier rein. In die Phönixberghöhle. Loading Screen, das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet, das wird gescriptet, da ist bestimmt ein Boss drin oder eine so. Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Oh nö, es war so klar. Es war so klar. Aber wir bekommen Horklumps. Horklumpse. Horklümpschen. Und jetzt? Ja, Dude. Go, go. Rüchen. Merken wir uns. Behalten wir im Hinterkopf. Einer von euch geht jetzt auf jeden Fall safe direkt drauf. Muss warten, bis Klasse fertig ist. So. Oh. Sorry, sorry. Ja, wie so ein kleiner Schuljunge einfach alles wegbombt. Das ist schon crazy. That's right. Ey, was ist denn heute los? Ist mein Finger irgendwie krumm gewachsen über Nacht oder was? Ey, ich komme anstatt auf die 1 andauernd jetzt auf die fucking Escape-Taste, Mann. Holy crap. Die Tierwesen sind jetzt sicher. Habe ich mich über Nacht am Arsch gekratzt und der Finger ist abgebrochen, ey. So. Oh, Klumpse, denkst? Ich mag's, ey. Mittlerweile liebe ich's, wenn wir Horklumpse bekommen. Ey, die Truhe, die habe ich doch gesagt, sollen wir uns im Hinterkopf behalten. Warum habt ihr mich nicht dran erinnert? Wie viele denn noch? Die war doch hier. Oh ne, Spinnen, oh ne. Mann! Confringo! Ah, Confringo ist mega sick dagegen. Stimmt, der verschießt hier so kleine Feuerbälle noch in alle Richtungen. Muss ich mir auch mal merken. Toll. Ich möchte die Tränke jetzt aber auch nicht wasten. Ich möchte die auf jeden Fall so gut wie es geht alle schön behalten und sammeln, bis wir dann wieder bei... Ihr wisst schon, wem sind. Der, dessen Namen nicht genannt werden darf, Teil 2. Renrock. Nein, auf den falschen, du Eierkopf. Oh, aber gut, dass er sich in einen Hund verwandelt. Der Vioso ging in die Hose. Was, Idiotoso? Schnauze dahinne, du hast nichts zu melden, du bist nur noch Pergament. Krass, wie viel die aushält. Ich würde schon sagen, dass wir schlau sind. Wir haben dich gerade zerfetzt, Alter. Zödele. Schließ mal auf das Ding. Da ist er, da ist er. Der Phönix. Oh! Erhaben. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Er ist einfach erhaben. So sieht er nämlich aus. Er weiß sich schon zu helfen, du brauchst dir nur keine Sorge zu machen, mein Bruder. Phönixe, die sind schon krass.
hab schon mal gesehen, wie ein Phönix einem Basilisken ein Auge ausgestochen hat mit seinem Schnabel. Hm, that's true. Ey, da wird ja richtig sportlich hier gegen Ende, Donny. Da ist er wieder. Ja, dann nichts wie hinterher. Wofür diese Blutegel-Säfte sind, habe ich echt immer noch nicht rausgefunden, Mann. Ich habe bestimmt jetzt schon über 100 davon. Aber so viel Horklumpsaft, das ist so gut. Hat sich schon direkt gelohnt, in die Höhle zu gehen. Und noch mehr Nice. Kann man einfach nicht genug haben. Mega super duper Power Mega Tränke sind einfach der Wahnsinn. Wichtig, richtig. Extreme Dangerous. Oh, gut, dass wir hochgehen, ne? Dann bekommen wir auch was geboten für unser Geld. Und die Spinne Power. Natürlich, war ja so klar. War doch abzusehen, dass doch früher oder später in so einer dunklen, miefigen Höhle wieder die Spinne komme. Ey, entspann dich! Nur weil du nicht mitmische darf von hier hinter, heißt das nicht, dass du mich was penetrieren musst. Oh no! Für so ein Fitzelchen Life habe ich das jetzt gewastet. Boah, die Mucke ist gerade schon ein bisschen creepy. Der Abgang. Hört sich sau ekelhaft an, die Mucke. Ich habe mir als aus Rat von einem Kumpel das letzte Mal 8D-Mucke angehört auf YouTube. Gib mal ein 8D-Musik. Alter, es tut so deinen Kopf ficken. Ich sag's dir, ohne Scheiß. Als wird die Mucke in deinem Kopf sein. So von innen nach außen, so von allen Richtungen, Junge. Und es dreht einmal so um deinen Kopf rum. Zieht es euch einfach mal rein, ist ganz interessant. 8D-Mucke. Lohnt sich. Einfach mal ein YouTube eingeben. 8D, Alter. Mega nice. Kann man sich zwar nicht immer geben, aber mal ein anderes Feeling. Ey, was geht denn hier jetzt ab? Hinterhals. Was mag ich hier gar nicht. Wie man schon an den Farben ihrer Klamotten sieht, was sie für ein Schild nutzen. Gelb, lila, pink, whatever. Kleiner Kniesel, hat er zu mir gesagt. Halt still, du kleiner Kniesel. Was ein Sack. Ah, Alter, hier wird jetzt gerade richtig zerstört, Mann. Oh, shit. Kämpft gerade auch nur so gut. Erstens mal, weil Samstag ist, ich habe saugut gepennt. Und zweitens mal, weil ich echt kein Interesse dran habe, jetzt Zaubertränke zu usen. Ich möchte die alle mitnehmen zu Renrock. Und hier bekommen wir sogar noch Tränke dazu, zusätzlich. Und einen Haufen Horklump. Alter, mega nice. Wir sind gleich wieder richtig voll mit Tränken. Voll gut, ey. Hat sich richtig gelohnt, die Höhle. Außer jetzt kommt gleich wieder ein brutaler Boss. Ich rage wieder endlos des Zorns. Und wir verlieren wieder alles. Rüstung? Oha, stimmt, da war ja was. Das wollte ich euch ja noch zeigen. Wir haben ja letztens irgendwie so eine Ritterrüstung bekommen. Als Cosmetic. Tatsächlich. Ich muss da mal gucken. Da muss ich jetzt aber echt mal gucken. Da. Da ist ein Helm. Das will ich jetzt mal ausprobieren, wie das aussieht. Da ist die Rüstung. Oha, böse. Also sollten wir vielleicht bei der Rüstung ausziehen. Ja. Ja, ne? Sollte ich vielleicht einfach den Kürbis draufziehen?
Geil, Kürbisritter. Geil, 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 geil. Mega nice. Oh, yes. Das hat doch Stil. Hier kommt dein schlimmster Albtraum. Der Kürbis aller Kürbisse. Der Kürbisritter. Schlägt dir deinen Schädel ab. Vergräbt ihn irgendwo. Und scheißt einen Haufen drauf und steckt dann ein Fähnchen rein. Go, go. Wo müssen wir lang? Denk mal da, wo der Gegner angezeigt wird auf der Minimap. Oder nee, da komme ich doch her, hä? Aber warum wird hier ein Gegner angezeigt? Ist er hier runtergeklitscht und hängt da irgendwo? Boah, mit der Rüstung so weit zu springen, das ist schon... muss schon massig Power in den Beinen haben. I don't get it. I don't have any idea. Where is this fucking enemies? Wo geht es lang, mein Freund? Ich weiß nicht. Ah, ja, es macht Sinn. Ja. Der kleine Junge, der sich immer den Ball an den Kopf haut. Nee, der... kommt der einen Ball an den Kopf oder... oder wirft der sich einen Ball selbst an den Kopf? Ja. Dieses Meme ist so legendary, wer es nicht kennt, Alter. Einfach Junge mit Ball. Dummer Junge mit Ball hieß das, glaube ich, sogar. Ja, supi, da ist er. Möchte er jetzt von uns gefangen werden? Hallo, ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Boah, hat der einen geilen Blaze zum Chillen, ey. Das war ja easy. Bringen wir dich zum Raum zurück. Hammerhart, einfach ein Phönix. Einfach einen krassen, geisteskranken Phönix, ey. Insane. Geilo. Boah, das wäre schon nice, wenn man dann auch sehen wird, wie im Film, wenn er zu alt wird, dann stirbt, dann Flammen aufgeht und aus der Asche wird ein neues Küken geboren. Oh. Das ist schon echt sick. So, Diki. Ja, okay, komm. Die Animation gönne ich euch noch. Wir rutschen hier runter. Jetzt darf ich aber Schnellreise benutzen. Geheime Räume, Raum der Wünsche. Wir labern mit Deke und Deke lutscht uns ein, weil er uns so geil findet, dass wir einen Phönix haben. Das alte Standgebläse. Fanden Sie den Phönix? Ja, Deke. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir. In Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Ich kann es kaum erwarten. Boah, sag nicht, der wird sogar in unserer Lobby dann rumfliegen. Das wäre ja der Shit. Yo, noch ein Areal. Was? Feder eines Phönix. Welch Schönheit. Oh. Behalten Sie sie. Hast du recht, Dick, hast du recht. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Maschallah, Bruder. Vielen Dank. Ich mache alles. Ich bin dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich, wie seit Jahren nicht mehr. Allzeit bereit, jederzeit weltweit, Digga. Sein, wenn Sie ihn brauchen. Wie auch für dich, Bruder. Ich küsse dein Herz, deine dicken Augen und deine süßen Ohren. Guti. Das muss ich mir jetzt reinziehen. Wir haben ein Phönix-Areal, oder was? Oh, was eine geile Ebene.
Oh. Schön. Das erinnert mich irgendwie an Schottland, Mann. Oh Mann, wie beautiful. Weiß gerade nicht wieso, aber der Dudelsack im Hintergrund ist einfach der Wahnsinn. Diese Panflöte oder was auch immer. Oh Mann, ist der schön, der Vogel. Komm mal her. Muss dir jetzt erstmal was zu futtern geben. Danach streichel ich dich. Oha. Satisfying. Wir haben uns anguckt. Königsfedern, 3 Stück. Geilo, 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 Milo, ey. Woohoo. I'm so happy right now. Jetzt haben wir ziemlich viel Stuff. Goodie. Ah ja, was war in diesem Düngerkasten drin? Das will ich jetzt sehen. Einmal Dünger. Und jetzt? Was mache ich damit? Ah. Kann ich das düngen und dann kommt da mehr raus. Gut. Wir brauchen jetzt erstmal nochmal, bis wir voll sind. Dann gehen wir zur nächsten Nebenmission. Ey! Das mit diesem Tetris-Tisch, Alter, das ist ein bisschen... weird. Vielleicht sollte ich euch alle mal zusammenstellen. Dann brauche ich dann immer hier so hin und her zu wackeln. Ja, die sind wir. Tatsächlich. What the? Ach, das war wegen dem Trank, ne? Hat gedacht, ey, hier reißt es irgendwie die Erde auf. Kurz überlegt, ob die Tränkestation nicht irgendwie so ein schwarzes Loch produziert hat. Lass uns jetzt alle einsaugen. Game vorbei. Ende Gelände. So, my Güter. Wir haben a lot of many of Tranks. Thank you very much. Wir haben 25 von 25 Tränke, ne? Alles andere wäre jetzt... ja, das ist gut. Die können wir jetzt einfach drin lassen. So als Backup. Ja gut, dann kann ich euch auch gerade schon mal welche noch in Auftrag geben. Dann lagert ihr auch nochmal Tränke. Dann wissen wir Bescheid. Haben wir noch 6 Tränke hier rumfliegen. Du produzierst weiter jetzt Dünger, ne? Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. So läuft das. So mag ich das. Wir haben keine. Brauche ich ihn für nichts. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwas nochmal weiter upgraden können. Nee. Hier, den hier. Und wir geben jetzt einen haufenweise Tiere noch ab. Erstmal hier in unserem Main Areal. So, was haben wir Schönes? Was wollte ich euch hier geben? Wir haben aktive Tierwesen, Arten 4 von 4. Okay, das ist schon mal sad. Das heißt, wir können nichts von alledem hier lassen. Der Lord der Küste, geil, den kann ich auch hier reinballern. Ich würde sogar fast sagen, das Einhorn ist hier irgendwie fehl am... nee, oder? Nee, das ist schon in Ordnung. Ein Einhorn gehört hierher, das ist eine wunderschöne Gegend. Das Einhorn lassen wir hier. Das passt schon so von den Tierwesen her. Die sich hier rumtreiben. Der Lord der Küste. Der kommt natürlich dann auch dementsprechend an die Küste. Nee, Quatsch. Das, ist ja, das hier ist ja unser Greifen. Dingsbums, ne? Arten haben wir eine.
Wir knallen euch ihn jetzt noch rein und ihn. Eyo, er ist halt so big. Oh Mann, wie schön das aussieht. Streichel ihm die Hörner. Streichel mir die Hörner. Geh mir nicht auf meine Körner. Prächtiges Tier. Ich muss einen Screenshot machen. Einfach nur nice. Wie sie mich angucken. Von euch muss ich auch einen Screenshot machen. Mach ein paar Bilder. Hobby-Fotograf. Guck mal, wie sie mir alle hinterherlaufen. Wie geil sieht das denn aus? Oh mein Gott. Oh. I'm so excited. I'm so excited. Oh baby, you know it. I don't wipe it. I'm so excited. Oh, ist das schön, ey. Einfach herrlich. Herrlich. Gudi. Next. Ja, das hier ist unsere düstere Gegend. Wie lang brauchst du eigentlich, um erwachsen zu werden, mein Schatz? Wo sind Mama und Papa da? Ich hab die fast nicht gesehen. Krass. Wie, er ist nicht mit dem Interagieren. Ach so, er isst gerade was. Ja gut. Er produziert gerade. Oha! Die ganzen Höhlen hier und alles. Ich überlege gerade echt, ob die Kröten nicht hier besser aufgehoben werden. Zieht euch das doch rein, wie cool das hier aussieht. Da sind die anderen. So, Brötchen, ich lasse euch hier mal raus. A lot of Kröten. Boah, das ist die dickste von allen einfach. Mama Kröte. Kommt alle her, meine Lieben. So. Du brauchst noch Futter, das bekommst du. Bekommst auch noch Futter. Ja, hier ist nämlich das, was wir brauchen die ganze Zeit, ne? Krötenwarzen. Zwar ein bisschen widerlich, aber... Er produziert. Sag mal, wo sind meine anderen Kröten? Hier. Isst du mal was? Brauchst noch Liebe. Rostfutter. Ah, die kommen zu mir, wenn ich was bekommen kann von ihnen. Ah, deswegen sind die mir eben alle hinterhergelaufen. Dann muss ich jetzt nochmal back. Sorry, Peeps. Da muss ich jetzt einmal nochmal back das Zeug einsammeln. Wenn die mir echt alle nur hinterherlaufen, wenn die was haben für mich. Ah, ist ein bisschen wack hier an der Küste, dass das dann so respawnt. Was hast du, schönes, großer? Horn eines Krabhorns. Uff, die sind aber schnell nachgewachsen und schon gleich wieder so big, Digga. Ah, du hast keine Liebe bekommen, das tut mir aber leid. So sweet, Alter.
Oh my goodness. Ich kann den ganzen Tag hier chillen. Du hast auch keine Liebe bekommen, mein Großer. Oh Mann. Tut mir leid. Tut mir sorry. Okay. Pieps. Verabschiede mich von euch. Und die Mucke hier ist auch so wunderschön. Und jetzt heben sie alle ab. Alter, wie geil sieht das bitte aus, Mann. Lass es einfach mal wirken. Urlaub am Strand. Mit solchen Tieren. Maschallah. Ah. Guti. Haben wir jetzt noch irgendwas im Gepäck? Revelio. Weiß es gerade nicht. That's the problem. Ja, Nifflers. Niffler und die Recalls. Aber die kommen in das Biom... Um Phönix. Ich finde, sie sollten stolz auf all ihre gebrauchten Tränke sein. So. Hier zwei Nifflis. Beides Menschen leider. Aber ihr bekommt jetzt was von mir. Einmal Liebe. Oh, wie er sich auf den Rücken fallen lässt und den Bauch gekrault bekommt. Geil. Ey, das ist doch an Cuteness nicht mehr zu überbieten, oder? Ohne Scheiß. Yes, die fehlenden Niffler-Bälle, die ich gebraucht habe. Ey. Doch, du hast... Hä, du hast doch nur eins für mich. Jetzt. Danke. Okay, viel Spaß, Nifflis. Baut hier euer Nest. Bitte genauso schön wie vorher. Soll ich dir nicht mal ein Haus hier hinstellen? Das tut mir so leid, weil die hier nichts haben. Also auf jeden Fall kriegen die jetzt mal Stuff von mir. Eine Futterstation und sowas. Oh, tut mir leid, oh mein Gott, meine fehlen verkackten Zauberkünste, Mann. Eine alte Feuerschale. Wärmt euch mal ein bisschen auf. Ich glaube, so ein Zelt kommt hier ganz gut. Wege? Alter, wir haben hier noch gar nichts frei. Truhen auf der ganzen Welt zu finden. Holy. Chillig, Mann. Kann man sogar Inneneinrichtung machen. Chillig. Da, Phönix. Ja, da fühlst du dich wohl beim Feuer, ne? Haben wir vielleicht eine Säule für dich? Dass du dich auf die Säule chillen kannst? Nee. Podest hätten wir gehabt. Ich glaube, das machen wir einmal so. Dann stellen wir das einfach oben drauf. Geht nicht? Really? Schade. Ja, nö. Dann will ich dich jetzt auch nimmer. Dann will ich das Podest jetzt auch nimmer. Okay, Pieps. Glaub, ihr bekommt auf jeden Fall von mir noch Zuchtgehege. Ja, halt das volle Programm, ne? Butterstation. Und ein Spiel. Und die Spielzeugkiste. So. Jetzt
bei euch auch nicht mehr so karg aus. Und ich wünsche euch viel Spaß, meine Tierchen. Hier seid ihr frei. Braucht keine Angst zu haben, von Wilderern erschossen zu werden. Erschossen von ihren dreckigen, ekelhaften, unverzeihlichen Flüchen. Yo. Dann können wir ja jetzt uns wieder voll und ganz umfänglich Nebenquests widmen, damit wir zumindest mal Level 30 werden. Flipendo hätte ich gern. Oh, ich hätte das alles gern. Übe in der Nähe der Zinnen das Fliegen. Dann machen wir das zuerst. Weil wir haben ja hier die 5 Luftballons schon zerstört. Und wir können skillen. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Komm. Talents. Dunkle Küste. Hä? Dunkle Küste habe ich gelesen. Ich wie so ein Vollidiot. Haupttalente, so. Super Beherrschung. Ja, halt. Hauptsache Damage, ne? Hauptsache Damage. Als nächstes holen wir uns die zwei und dann gehen wir auch nur noch auf dunkle Künste. Der Stuff ist eher uninteressant für mich. Und jo. In der Nähe der Zinnen. Wo sollen das sein, bitte? Da? Nee. Das verlorene Kind? Drängt wird, ich sollte sie dort treffen. Hä, hey, lass das mal kurz machen. Was für ein verlorenes Kind. Vor allem, da war eine Sprechblase, aber wieso? Habe ich mich mit der verabredet und hab's schon vergessen? Wie cool, die fliegen hier Drachen. Superschön. Richtig geile Drachen, Mann. So einen hätte ich gern damals gehabt, ey. Und die Schnur hängt am Zauberstab, oder was? Fuck. Ist das sick. Schön, schön, hübsch, hübsch. Du bist hier. Yo, Neddy, was gibt's? Ist das Mr. Biggles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Gut, dann let's fetz. Mein Mann, was tue ich nur? Was ist mit Ihnen? Alles in Ordnung? Miss Bickle? Mr. Bickle. Mein Mann ist tot. Er hat ihn getötet. Oh, tut mir leid, Mrs. Bickle. Wer hat Ihren Ehemann getötet? Theophilus Harlow, da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Wo ist Archie? Ich weiß nicht, wo Archie ist. Ich bin mir sicher, Ihrem Sohn geht's gut, Miss Bickles. Er muss hier irgendwo sein. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Archie war mit seinem Vater zu Hause, während ich weg war. Seine Tasche ist nicht da. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend, wie er es immer tut. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. Wohin könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Südlich von hier. Er geht nie weit weg, aber wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat. Ich habe Angst, wegzugehen, falls er wiederkommt. Wir finden Ihren Sohn, Miss... Wir finden Ihren Sohn, Mrs. Bickle. Danke. Oh. Was tue ich nur? Oh Mann, so verzweifelte Frauen tun mir immer so ultra leid. Wir bringen Archie zurück. Archie! Als ich den Brief zu Officer Singer brachte...